Hallo, wir sind hier bei den Magma Vorführtagen mit Holzwerken TV und an der Bank jetzt Stefan Feichtinger, der uns zeigen wird, wie man eine Grünholzschale drechselt, so wie diese kleine schöne Ahornschale, die du gerade schon gedrechselt hast. Kannst du ein bisschen was erklären, warum Grünholz? Beim nassen Holz, grünen Holz, hat man einfach größere Stücke Rohmaterial zur Verfügung und der Kostenfaktor ist ein wesentlicher, dass man einfach günstig zu einem schönen Holz kommt. Die Problematik liegt nur darin, man muss dünn genug drechseln, dass es beim Trocknen nicht zerreißt. Aber man hat eben wesentlich größere Dimensionen, ein Stück Holz einfach zur Verfügung. Also man kann das jetzt nicht sehen, aber man kann es fühlen, dass es wirklich noch klatschnasses Holz. Diesen Block hast du gerade auch zugeschnitten, aus einem frisch gefällten Baum, ne? Ja, ist vorige Woche umgeschnitten worden. Vorige Woche, ja, okay. Also wirklich saftfrisch und man wird das gleich auch vielleicht sehen können in der Kamera, dass es wirklich spritzt. Sicher sogar. Gut, ja, dann leg einfach los und ich stehe hier neben dir und wir sprechen so ein bisschen im Prozess, wie du das so angehst. Und dann haben wir hinter eine Schale. Sehr schön. Okay. Einfach aus Sicherheitsgründen, es wäre nicht unbedingt notwendig, aber halte ich einfach mit dem Reitstock dagegen. Vor allem kann ich auch aus Rationalitätsgründen viel mehr Spann nehmen, wenn ich da sicherheitshalber dazu. Von der Geschwindigkeit her ist es so, dass ich prinzipiell immer einfach so langsam wie möglich beginne. Schalte mal die Maschine ein und dann schaue ich mal, was verträgt die Maschine, nachdem das Stück Holz einfach nicht wucht ist. Man sieht jetzt schon, wie das Wasser spritzt. Ja. Du bist jetzt, ich sag's gerade, so ungefähr bei 1000 Drehzahl. Nein, das stimmt jetzt nicht genau. Wir sind auf dem kleinen Riemenscheiben, es sind ungefähr 300 Umdrehungen. Ach so, okay, alles klar, das ist eine andere Übersetzung. Das ist eine andere Übersetzung. So. Fürs Erste. Die groben Arbeiten nehme ich eine Kältegrindröhre. Also das ist eine Röhre, die ist angeschliffen, so ähnlich Fingernagelanschliff kann man so sagen. Ja, ist richtig. Und mit weit zurückgeschliffenen Flanken. Ist eher eine Röhre für schon geübtere Leute. Das Tolle daran ist, sie hat sehr viele Funktionen. Und man kann im Extremfall, so wie ich geschliffen habe, bis zu 3 cm Spann in einem Schneidvorgang nehmen. Das werden wir jetzt auch sehen. Nicht gleich zu Beginn, aber... Bin gespannt. Schaut man mal, dass man die unwuchten Kanten wegbringt mit etwas Gefühl. Zum Handauflage umstellen, wenn es noch nicht rund ist, schalte ich normal die Maschine aus. Wo liegst du? 11,5 cm. Ja, und unten müssen wir auch aufhören. Das ist immer am wichtigsten zu wissen, wann man aufhören muss. Ich lasse auch ganz gern den Boden in dem Bereich, wo der Sockel, der Rezess anfängt, um 1-2 mm dicker, damit es nicht bricht, wenn man es wo niederstellt. Aber das schadet nichts beim Trocknen, das heißt, es kann natürlich reißen, aber in der Regel nicht. Nein, weil hier ist die Holzrichtung in der Längsrichtung. Ja. Und in der Längsrichtung trocknet es oder schwindet es am wenigsten. Ja, ja. Boden drehe ich am liebsten mit einem Ringmesser. Nochmal kurz zum Werkzeug, das ist ein Ringeisen, Ringmesser. Ringmesser, ja. Das ist rundum scharf, kann man vereinfacht sagen. Na,